die Gladbacher mit dem gleichen Ergebnis gegen RB Leipzig verloren. Und damit sind wir in der Partie. Die letzten 12 Minuten vor dem nächsten Showact, der natürlich auch hier übertragen wird. Moritz, die Mainz hat mit dem HSV einen sehr starken Auftaktgegner. Wie hast du sie gesehen? War natürlich ein Spiel, ja, womit die Mainzer natürlich nicht ganz zufrieden sein können. Der Niederlage wollte die Mannschaft von Patrick Kanyut natürlich nicht ins Turnier starten. Aber man muss auch sagen, mit dem HSV natürlich ein starker Gegner auf der Platte gewesen. Sie werden jetzt im zweiten Spiel natürlich alles daran setzen, die ersten Punkte auf ihr Konto zu sammeln. Und das sieht direkt mal gut aus. Denn da ist die Führung. Nach etwas mehr als einer gespielten Minute. Der Kapitän. Brian Gruder. Mit dem 1:0. Da sehen wir das Tor nochmal. Die 0-5er. Schön durchgesetzt. Da schöne Balleroberung von Younes Azahav. Und dann schön quergelegt. Auf Gruder und der muss dann nur noch ins leere Tor einschieben, aber auf der Gegenseite direkt der Ausgleich. Leo Arndt mit dem 1:1. Und es düppt, düppt, düppt in Lübbecke. Eiskalt verwandelt in Himmelblau die Gladbacher. Für alle, die etwas später dazugekommen sind und mit dem Modus nicht ganz so vertraut sind. Also es gab insgesamt 4 Regionaltöpfe, wo die Paarungen gezogen wurden. Jede Mannschaft hat 4 Vorrundenbegegnungen und es bilden sich aus allen Partien eine große Tabelle. Und dann wird es so sein, dass der Erste gegen den 16. spielt, der Zweite gegen den 15. und so weiter. Sodass also niemand ganz unten landen will, denn das ist erfahrungsgemäß schon so oder häufig so, dass die Mannschaften, die wirklich vollkommen überzeugt haben, auch im Achtelfinale dann wirklich schwer zu schlagen sind. Also es bildet sich eine große Tabelle, alle Teams kommen weiter und wir werden morgen früh nach einem Vorrundenspieltag dann in die Achtelfinals starten. Das ist also der Modus. Seit 3 Jahren hier beim Freiburg Cup, jetzt quergelegt. Nächste Offensivaktion für die Gladbacher. Und Mainz hat den Ball. So, bauen auch mit Keeper auf. Gladbach zieht sich zurück. Ist also kein Vorchecking hier, wie das viele andere Teams spielen. Aber machen dann Druck, so kurz hinter der Mittellinie. Um dann keinen kontrollierten Aufbau mehr zuzulassen. So, Mainz jetzt mit der Balleroberung und dem Umschaltspiel. Vereitelter. So, Gladbacher Keeper gleich mal umdrehen, ob denn Linus Wirth oder mehr Temitz zwischen den Pfosten stehen. Tippen würde ich auf Linus Wirth. Also Mainz baut auf. Nehmen da jetzt den Keeper mit, angespielt bei Verlust. Versucht das mal aus der eigenen Hälfte. Isan Karakilic. Allerdings der Keeper der Mainzer. Aki Koch wieder
auf dem Posten. Ist ja auch Nationalspieler. Der Mann zwischen den Pfosten bei den 05ern. Nächster Abschluss der Mainzer. Geht aber klar drüber. Wechsel jetzt bei den Gladbachern. Können sie auch ganz in Ruhe machen. Auch die Mainzer nutzen diese Aktion, um einmal durchzutauschen. 7 Minuten vor dem Ende der Partie. Taktisch kluger Wechsel da. Ball war weit genug weg, deshalb keine Gefahr des Zeitspiels. Der Mainzer Keeper jetzt mal im Zusammenspiel, haben da Überzahl in der hintersten Linie. Ist schon jetzt in der gegnerischen Hälfte, da zählt ja diese 4-Sekunden-Regelung nicht mehr. Schluss, abgeblockt. Die Gladbacher lösen das aber wesentlich laufintensiver. Ne? Also Leipzig ja vorhin auch mit 2 Leuten gegen Torwart und dem ersten Aufbauspieler. Die Gladbacher haben da vorne den armen Shaban Senku stehen, der immer wieder von links nach rechts läuft. Das sehen wir jetzt hier ganz gut. Der im Zweifel dann bis mit nach hinten durch attackiert. Also sie haben immer noch die Gleichzahl im Defensivbereich und haben einen Spieler, der quasi für 2 arbeitet. Wahrscheinlich so die beiden mit der schlechtesten Trainingsleistung diese Woche, die müssen diese Position heute bekleiden. So, das sieht mir nach Foul aus, außer er behält den Ball. Und da darf man schon über mehr nachdenken, Thomas Peters in meinen Augen, weil der wäre frei durch gewesen. Ja, gibt noch 2 Minuten, völlig richtige Entscheidung. Für den deutschen U16-Nationalkeeper da. Sehen wir es nochmal. Ballverlust in der Offensivbewegung, will den Pass spielen direkt in die Füße und dann hält er ganz klar. 2 Minuten. Gar keine andere Wahl für Peters, als da den Keeper des Feldes zu verweisen für 2 Minuten. Jetzt ein Feldspieler im Tor. Die Mainzer kein Ersatzkeeper auf der Bank. Hat sich da das Torwarttrikot übergestreift und ist da direkt mal richtig gut zur Stelle. Also ich glaube, den pariert auch nicht jeder Feldspieler so. Das stimmt. Gladbacher Bank hat sich gerade tierisch aufgeregt. Der Trainer rief 3-mal rein, ausspielen, ausspielen, ausspielen. Und sie holzen drauf. Hat er sich tierisch drüber aufgeregt. Hat man in diesem Spiel ja schon häufiger gehört. Michael Nagorny kam auch eben zwischendurch mal das Reinrufen. Ruhiger, Jungs, ruhiger. Nachdem die Gladbacher da 2-mal nach dem schnellen Ballgewinn seiner Meinung nach zu schnell das Anspiel in die Spitze gesucht haben. Jetzt müssen sie attackieren, ne? Jetzt müssen sie schnell den Ball gewinnen und die Kugel jetzt laufen lassen. Machen sie jetzt auch. Zumindest was den Ballgewinn angeht. Das Ausspielen dann allerdings nicht. Und auf der Gegenseite bestrafen das die Mainzer. In Unterzahl. Nicolas Engel. Engels. In Unterzahl zur Führung. Also. Oh, der Trainer hat sich gerade erstmal verabschiedet von seinem Platz. Stinksauer. Stinksauer. Und sie spielen es immer noch nicht aus. Sie müssen hier nur den Ball laufen lassen. Sie müssen diese 3 Spieler in maximale Bewegung bringen. Dann ergeben sich immer Freiräume. Verstricken sich da ständig in kleine Duelle. Halten die Bälle viel zu lange. Jetzt aber der Treffer. Zum 2-2. Timo Piel. So, sehen wir hier nochmal Freistoßmöglichkeit. Und da muss es eine Standard richten. So, Mainz hat aufgefüllt.
nächste gute Parade. Also 2-2, enges Duell hier. In der Live-Tabelle hätten beide einen Punkt. Zwei Minuten haben wir hier jetzt noch auf der Uhr. Kleines Schieben da an der Bande. Oh, für mich ein Foul. Das darf man meiner Meinung nach auch abpfeifen, wird es allerdings nicht. Den Gladbachern wird es vielleicht egal sein, denn sie kommen hier fast zur Gelegenheit. Aki Koch dann allerdings zur Stelle. Gute Mitnahme des Mainzer Kapitäns. Bleibt am Ball! Und vergibt dann aber. Ball klar am Kasten. Von Linus Wirth vorbei. Hier nochmal die wunderbare Ballbehandlung und dann der Schuss in die oberste Etage. Halle kommt nochmal und das ist die Chance für die Mainzer. Aber da ist dann ein blauer Stutzen dazwischen, Ecke schnell ausgeführt, Schussmöglichkeit. Knapp am Pfosten vorbei und die Kontergelegenheit auf der anderen Seite. Aki Koch ist aber zur Stelle. Peters ist da nochmal im Mittelpunkt. Oh, das war auch ein Foul für mich. Er pfeift britisch. Lässt vier laufen. So, gibt es nochmal 10 Sekunden vor dem Ende. Die große Möglichkeit für Mönchengladbach. Nein, Mainz behauptet den Ball. Jetzt geht es nochmal in die Spitze. 4 Sekunden auf der Uhr. Letzte Aktion des Spiels. Und das war's, 2-2. Damit trennen sich Mainz und Gladbach unentschieden. Ein Punkt für beide. Der erste Punkt jeweils in der Tabelle. Jetzt gibt es ein bisschen Showprogramm für uns, die Schnitzelbrötchen. Wir melden